der gefühlte Eintrag 1834 aus den Annalen des Star Wars Lizenzschrotts sind die Slap Snap Bands. Was das ist? Na, Armbänder natürlich. Wer wäre da nicht drauf gekommen? Hä? Verbrochen von Craze aus Deutschland. Dieselben Brüder, die uns auch schon die Collector Chips andrehen wollten. Es gibt zwei ultra rare, drei rare und ebenso hässliche und der Rest ist common und auch sehr bunt. Hm, collect all. Klar doch. Man kann es tatsächlich sehen. Man kann sich um den Arm schlingen und dann hoffen, dass man irgendwie auffällt. Hm, oder auch nicht. Collector, oh Gott. Was haben wir denn da? Ist das irgendwie super selten? Nee, das ist offensichtlich super common. Und jetzt weiß ich auch, was ein Slap-Snap-Band ist. Das. Es wird automatisch steif, wenn man es in die entsprechende Position bringt und kann auch wieder automatisch zurückschnallen und meine Finger klemmen. Aua! Na gut. Das ist ja wunderschön, oder? Was haben wir denn hier? Ach, das ist wieder unser guter Herr Grievous. Ich habe langsam das Gefühl, es gibt ihn tatsächlich. Und es ist nicht einfach nur eine Erfindung von der Craze GmbH aus Karlsruhe. Hätte aber auch sein können. Was tut man nicht alles für ein bisschen Geld? Zum Beispiel seinen eigenen Namen dahin reinprägen. Und das Ganze wird man dann offensichtlich so... Ui, das ist aber ganz schön eng. Naja, geht so. Um den Arm tun. Und ja, als Armmann taugt es tatsächlich. Ich würde jetzt natürlich einen Teufel tun und damit rumrennen. Aber... vielleicht, wenn man irgendwie 5 Jahre alt ist, findet man sowas super. Solange, bis man sich dann die Pulsadern abgeklemmt hat und der Arm abstirbt und amputiert werden muss. Nein, wahrscheinlich nicht ganz, aber ich sehe jetzt irgendwie nicht so richtig den größeren Erfolg in diesem Dreck. Offensichtlich allerdings ist er schon in der zweiten Edition erhältlich. Das muss bedeuten, dass irgendwer das kauft. Das ist traurig. 3 Euro das Stück im Übrigen. Ganz toll. Ich habe noch ein zweites, ist auch Kamen, war ja klar. Und sieht auch nicht viel besser aus. Es ist Chewie, natürlich. Weil Chewbacca ja zu einfach war. Offensichtlich ist das die Kinderversion von Star Trek. Oder George Lucas ist mittlerweile komplett durchgedreht. Soll ja vorkommen. Ich glaube, da war auch noch ein Heftchen bei, tatsächlich. Collect All. Hm, ist ja sehr interessant alles. Das war's schon. Mehr als auf dem Blind Pack draufsteht, ist auch hier nicht zu ersehen. Na gut. Ehrlich gesagt, die Raren sehen fast am besten aus. Die Ultra-Raren sind vollkommen beliebig, aber die haben wenigstens noch eine eigene Gestaltung. Ich glaube allerdings nicht, dass das mit dem Lightsaber so gut funktioniert bei den Dingern. Das wird sicherlich nicht so drüber stehen wie hier. Ha! Falsche Versprechungen all überall. Wie immer bei Star Wars. Bis denn. Tschüss.